Da sind wir also wieder. Zurück in Los Santos. Gerade angekommen hier. Von meiner alten Stadt, Liberty City. Aber jetzt muss der Drogenboss wohl einige selber regeln hier. Schön wieder hier zu sein. Und du hältst die Schnauze geil, klar? Wer bist du überhaupt, ey? Ja, ich bin der Leibwächter von Mafuyu. Ja, als würde ich das nicht wissen. Hab dich ja nicht umsonst entführt, ne? Aber was willst du von mir? Ich habe hier ein Anliegen, das ich persönlich regeln muss. Und deswegen habe ich dich entführt, meine kleine Geiselschlampe. Kannst du mich nicht einfach rauslassen, komm, ohne Scheiß? Nein. Komm, ich gebe dir $5,000. Schnauze! So, wir müssen mal ganz kurz hier zu einer meiner Hütten fahren, weil ich muss nämlich noch was holen. So wird das nämlich alles nix, ja. So, ich rufe jetzt den Mafuyu an, den Heideltraut. Ganz kurz Pause machen hier. Geisel, bist du eingepennt oder was? Boah, du bist jetzt die Schnauze, Geisel. Ich bin gerade ohnmächtig geschlagen, du Idiot. Ja, tut mir nicht leid. Oh. Die Schnauze jetzt, Mann. Ich rufe deinen Boss an. Okay, Mann. Geh ran, du Pisser. Hier spricht iRobot. Die Geisel befindet sich am Hafen. Ja, das war schön verarscht. Aber wir sind doch gar nicht am Hafen. Ach was? Was hast du vor? Was ist denn dein durchtriebener Plan, Bronzeus? Ey, das wird ein ordentliches Katz-und-Maus-Spiel hier heute. Aber ganz schön. Jetzt muss ich ganz kurz hier zu meiner Hütte, da holen wir kurz was und dann geht's weiter hier. Aber willst du mich nicht einfach hier rauslassen? Ich geb dir auch $6,000. Ey, Kohle habe ich eh genug. Ich hab so viel Geld, da ist $6,000 für mich nur zum Arsch abwischen, aber mehr auch nicht. Ah, hier sind wir. Gute alte Hütte hier. Guck mal hier, da kannst du hier hochfahren, ey. Das ist meine Garage. Ah, ne, warte, wir müssen noch ein Stückchen weiterfahren. Drecksgeisel. Du bist also der Bodyguard von Heideltraut. So. Machst du einen Führerschein? Nein. Da, wo ich herkomme, braucht man keinen Führerschein. Wo kommst du denn eigentlich her? Nur eine AK. Okay. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich fürchterliche Angst habe? Meine Familie, ich habe 2 Kinder und 1 Frau. Du bleibst hier drinnen, ne? Okay. Karre ist abgeschlossen. Ja. Du bleibst drinnen. Den Schlüssel habe ich mitgenommen. Ja, darum ganz kurz was aus dem Motor. Alles gut. Aus meiner Hütte holen. Ich habe Angst, ich bleib alleine hier. Auf wie die Kacke. Alter, mach die Tür auf! Okay, meine Alte ist gerade nicht da, aber ich habe ja zum Glück hier einen Schlüssel drunter. Und das, was ich holen wollte, liegt hier sowieso um die Ecke. Bei den Bunnies im Pool. Da kannst du eigentlich mal kurz mitkommen hier. Können okay. Wir noch ein kleines Pläuschen unterwegs halten. Ja, ich muss mal so sagen, ich fühle dich eigentlich gar nicht so schlimm, weißt du? Eigentlich bist du recht nett. Ja, ich wäre echt ein cooler Typ so. Ich kann auch schon deine Motivation und so verstehen. Ja, wieso denn? Erzähl doch mal. Woher weißt du das denn alles? Ja, ich meine, Mafuyu ist ja jetzt auch nicht der Netteste, ne? Ich kenne ihn ja so ein bisschen, habe ja ein bisschen mit ihm gearbeitet und es kann schon ein ganz schönes Arschloch sein, ne? Und ihm natürlich mal so die Geschäfte zu vermiesen, das würde ich natürlich, also ich kann es nachvollziehen, ne? Und so wie du dich anziehst und so, du scheinst schon ziemlich cool zu sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Haus ist auch ziemlich nett, auch dass deine Frau hier so die ganzen anderen weiblichen Begleitungen akzeptiert, finde ich, ne? Eine sehr offene Beziehung. Das sind alles meine Frauen hier. Monogamie ist nichts für mich auf jeden Fall. Ja, cool auf jeden Fall. Heideltraut, eine alte Geschichte verbindet uns. Lang, lang ist es her. Ja, erzähl mal. Wir waren noch ein Kind. Nein, wir waren keine Kinder. Wir waren schon ein bisschen älter. Da hat der Heideltraut mir etwas genommen. Etwas genommen, was ich nie wieder bekomme. Ich kann mir zwar alles kaufen mit meinem Geld. Die Frauen sind hier. Der Pool, das Haus.
Und ich habe natürlich nicht nur ein Haus, sondern 10.000 Häuser. Weil ich als Hacker einfach jede Bank hacken kann. Okay. Aber was ich mir nicht wieder kaufen kann, ist mein eigener Sohn. Ja, er hat mir genommen. Was? Das, was mir am liebsten war. Er hat deinen Sohn getötet? Mein Sohn. Und meine Tochter. Und deine Tochter? Was hat er gemacht? Oh, was ist passiert? Das hört sich ja schrecklich an. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber wir werden jetzt erstmal weiterfahren. Und ich werde sie dir unterwegs erzählen. Okay. Vielleicht, wenn du nett bist. Könntest du mir dann vielleicht auch diese Maske hier, diesen Sack über dem Kopf abziehen? Ja, gucken wir mal. So weit ist es noch nicht. Hey, das ist mein Platz. Steig drüben ein. Sorry. Tut mir leid, Entführer. Dreckige Geisel. Okay, sie müssen jetzt eigentlich schon im Hafen angekommen sein. Da muss ich jetzt nochmal den Heideltraut anrufen. Aber meinst du, das Ganze kann man nicht irgendwie noch friedlich lösen? So für beide Parteien und so? Meinst du, der Frieden wird mein Kind zurückbekommen? Nein. Mir mein Kind zurückgeben? Du hast natürlich recht, aber... Wohl kaum. Schnauze, Geisel. Ich bin am Auto, Mami. Karussell. Aber kann sein, dass dein Telefon kaputt ist? Ja. Ich habe immer noch mein altes iPhone 3, ey. Das läuft nicht mehr so gut. Kenne ich, habe ich auch noch. Ey, man muss ja auch mal konservativ denken, ne? Natürlich, klar. Deswegen mal jetzt auch mal ein bisschen Mucke an hier aus Los Santos. So eine Entführung ist ja auch jetzt nicht kostengünstig, ne? Nee, auf keinen Fall. Muss man ja viel organisieren. Wer ruft jetzt in der AFG Currywurst? Ist das etwa der zweite Bodyguard? Ist das nicht dein Bodyguard? Kollege, ich geh mal ran da. Oh, ja. Okay. Ja, warte. Oh, ich glaube, ich muss noch mal Mafuyu anrufen. Okay. Sag mal, ich mach mal das Radio hier wieder aus. Das ist ja schrecklich. Geh ran da. Das gefällt mir ja gar nicht. Das ist ja die Folter hier. Das ist ja wie bei einer Entführung. Naja, ich bin entführt worden. Und? Ich rufe jetzt AFG Currywurst an. Wo sind den zweiten Bodyguard. Kann sein, dass die mich gar nicht wiederhaben wollen? Das glaube ich auch. So viel wert scheint es wohl doch nicht zu sein. Nicht traurig sein. Aber ich habe doch sonst keine Ausbildung. Was soll ich denn sonst machen? Tja, wer weiß. Currywurst geht nicht ran, die Mistsau. Ich glaube, die wollen dich wirklich nicht zurückhaben. Du hättest nicht zufällig einen Job für mich, oder? Oh, Currywurst ruft mich gerade an. Currywurst ruft dich an. Hallo? Pah. Curry, bist du es? Ja. Hab ich dir dein Handy etwa nicht weggenommen? Ich hab das gerade den Bronzeus geklaut. Du, ihr müsst mich retten. Das scheiß Handy wieder. Ich bin hier in Wildwood Hills. Oh, scheiße. Nein. Ah! Ja, damit. Patrick? Klaut dir einfach mein Handy, ich glaub's nicht, ey. Okay. So, dann machen wir jetzt nochmal, Boah, mein Kopf, ey, musst du mir immer gegen den Kopf schlagen? Ah, gut, dass ich diese Maske anhab. Sag mal, warum liegt eigentlich hier Stroh? Weiß ich auch nicht, ey. Das hat seine Gründe. Ach, guck mal links, eine Überwachungskamera. Vielleicht können die Jungs sich ja da reinhacken und mich dann so finden. Machst du eigentlich einen Plan oder willst du mich hier wieder freilassen? Ey, wir fahren jetzt erstmal zum Friseur, weil ich muss mich noch abschminken. Okay. Von der letzten Nacht, die war so heftig, ey. Ja. Da kennst du das ja als Drogenbaron, wenn man gerade neu in eine Stadt reinkommt. Nee, ich bin total legal. Mafuyu hat auch total legale Geschäfte am Laufen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich hab da nichts mit zu tun, mit Kriminalität und so. Deswegen, ich will eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Was macht er denn so den ganzen Tag? Ach, wenn er schon unschuldige Kinder ermordet, kann nein, das ja wohl nicht allzu viel Positives sein. Seine Yacht, seine 9,5 Millionen Dollar Yacht hat er auf herkömmliche Art und Weise verdient. Durch Import-Business. Ah, ja. Kinder-Import-Business, oder was? Nein, wie gesagt, total legal alles. Also, wir machen da nur ganz legale Sachen.
Okay. Finger weg, Mann. Nicht so wie du. Greif dir mir ins Rad, ich glaub das nicht. Leute entführen, einen Strumpf über den Kopf ziehen und dann hier auch noch schlagen und misshandeln. Nee, Leute, das geht ja, warte so mal ab da. Ich hab noch lange nicht mit dir angefangen und werd noch lange nicht aufhören. Hier ist klar, wenn Curry dich findet, ne, was er dann mit dir machen wird. Ja, ja. Noch lachst du, aber dann lachst du nicht mehr. Ich bin nicht umsonst der Hackerboss geworden. Der Hackerboss von Los Santos. iRobot. Ich habe diesen Namen erkämpft und verdient. Aber Mafuyu hat hier das Sagen. Mafuyu. 3 Gigapässe. Komm mit. Okay. Hey. Bevor wir da reingehen, muss ich noch einmal Mafuyu anrufen. Und ihn verarschen, wie sonst was. Sehe fast gar nichts durch diese Maske. Müssen wir nicht doch die Maske abziehen? Flughafen. Wenn ihr die Geisel wieder wollt. Oh. Gut, dass du mir noch keinen Finger abgeschnitten hast. Komm rein hier. Okay. Ja, mein Handy war noch nie so das Tollste. Da macht ja nichts, ne? Wir müssen uns jetzt mal hier. Ich meine, so eine WhatsApp-Nachricht würde ja auch reichen, aber na gut. Ja, eben. Aber so weit denkt der gute Heideltraut ja nicht. Könnte eigentlich jetzt hier abhauen, während der gerade da. Du setz dich da hin. Private. Mhm. Wir haben immer einen Sniper auf uns gerichtet. Das dürfte dir wohl klar sein, oder? Ich dachte, du agierst alleine. Du hast deine Leute noch hier überall, was? Mein Gott. Ich fühle mich hier wie im Knast. Ja, alleine agieren. Boah, ich habe ein ganzes Imperium hinter mir. Ganz Los Santos gehört mir. Was erwartest du denn? Mafuyu wird dich vernichten. Das wollen wir doch mal sehen. Okay. So, da wollen wir mal ganz kurz eben hier halt uns frisch machen, ne? Lady, mach mal fertig hier gerade. Während die Geisel dort vor sich hin taumelt. So. Dann wollen wir mal weiterfahren, Geisel, wa? Ey, du dreckige Geisel, wo bist du? Okay, weiter geht's hier. Come back anytime. Na, fuck. Ich komm mal wieder. Der Schlüssel. Bitte. Nein. Wo ist der Penner? Ich hab doch gesagt, fuck. Er soll hier drin bleiben. Scheiße, komm, fahr. Johnny, nee, ist alles klar hier. Hier ist alles klar. Der hat eh keinen Schlüssel. Ach, scheiße. Ach, was haben wir denn hier? Denkst du, du bist jetzt hier mein neuer Fahrer oder was? Okay, alles gut. Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht. Ich wollte nur mal im Auto nach dem Rechten gucken. Okay, Johnny. Ja, ich meine, wer ist überhaupt? Man nennt mich auch, Pet-Pet. Pet-Pet. Soll das ein Witz sein, Pet-Pet? Nein. Kevin nennt man mich. Okay. Ach du Scheiße, ey. Ist ja noch schlimmer. So, ich muss mir jetzt ganz kurz einen Plan überlegen. Also halt mal kurz die Schnauze hier. Ich kann nicht klar denken. Wo fahren wir denn jetzt hin? Nee, wo fahren wir hin? Wir werden uns einfach mal jetzt hier ein Schnieke. Vielleicht zum Flughafen, eventuell? Nee, da haben wir doch gerade den Heideltraut hingelinkt. Ich will ja hier gerettet werden. Okay, weiter geht's. Mann. Wir müssen jetzt hier rumfahren, wir müssen uns ein Plätzchen raussuchen, ey. Irgendwo ein Plätzchen, ein höheres Plätzchen. Wo wir ganz in Ruhe diese Übernahme hier stattfinden lassen können. So, aber erstmal muss ich jetzt Currywurst anrufen. Den abgehalfterten Bodyguard. Hallo? Yeah. Hier ist Nein. Drogenbaron El Ponzois. Nein. Ihr habt gedacht, ihr könnt eure Geisel am Flughafen finden? Falsch gedacht. Sag mir, wo Patrick ist, du falsches Arschloch. Patrick ist fast tot. Aber wenn ihr ihn wiederhaben wollt, dann müsst ihr etwas tun. Etwas ganz Besonderes. Hallo? Hallo? Ja, was er tun muss, das erfährt er natürlich später, ne? Sehr klar. Hallo? Schnauze! Hä?
Ja, warte. Hallo, hallo, oh. Ich bin's. Wir sind hier irgendwo in Downtown. In Downtown. Ah! Wie Downtown? Schnauze weg vom Hörer. Usch. Okay, nun werden wir uns einen Wolkenkratzer suchen und dort hinaufsteigen, nicht wahr? Aber ich bin nicht willenfrei. Oh doch, das bist du. Übrigens, deine neue Frisur sieht sehr gut aus. Oh yeah, danke. Ich muss ja sagen, also du bist schon ein cooler Typ, aber ich finde das irgendwie nicht so gut, dass du mich entführt hast. Ne? Das ist, steht so ein bisschen zwischen uns, okay. Kann man hier rauf auf diesen Arcadius Tower? Wir werden es einfach mal versuchen. Und wenn nicht, haben wir eine gute Location für die Übernahme vielleicht.